Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Und heute haben wir wirklich einen richtig, richtig heftigen Shop. Den müsst ihr euch unbedingt anschauen. Also zeige ich euch direkt mal, klicken wir oben drauf. Und zwar haben wir dort als erstes das Cypher PK Spinnpaket. Und dieses Paket beinhaltet ein richtig heftiges Item. Ich fange mal am besten hier mit, obwohl ich zeige euch das hier direkt in dem Paket. Und zwar haben wir da, okay, den Gleiter hatten wir ja letztens schon in diesem anderen Spinnpaket drin, das dann wieder rausgenommen wurde. Mani-Skin ist jetzt auch nicht so besonders, war letztens erst drin. Die Lackierung ist actually ganz nice, die finde ich cool, aber das besondere Item des heutigen Tages, neben gleich ein paar anderen Skins, ist nämlich diese Hacke hier, die heißt die Glattrasur. Diese Hacke war nämlich, man glaubt es gar nicht, schon 813 Tage nicht mehr im Shop drin. Das hier ist der Sound. Ja, und diese Hacke war jetzt so unglaublich selten. Ich habe sie mir damals, hier, ich habe sie mir damals gekauft. Nee, ich habe sie mir nicht mal gekauft. Ich sehe gerade, ich habe sie mir damals nicht gekauft, weil ich sie irgendwie nicht so geil fand. Aber die war jetzt wirklich richtig, richtig heftig selten. Das ist jetzt durch das Cypher PK Paket, durch das Spin Paket wieder da. Ich kann mir die Hacke und die Dings da jetzt für 200 V-Bucks kaufen. Ich glaube, das mache ich mal. Es lohnt sich halt voll, mir die zu holen. Ich meine, da bekomme ich jetzt beide Sachen hier für 200 V-Bucks. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das habe ich direkt mal mitgenommen. Außerdem haben wir noch die ganzen Superhelden heute wieder drin. Das wird einige Leute freuen. Ich werde gefühlt jeden Tag gefragt, wann denn endlich die Superhelden wiederkommen. Allerdings haben die ja ein kleines Problem. Und zwar kann man die jetzt nicht mehr, ich glaube, nicht mehr komplett einfarbig machen, ne? Das wurde ja gepatcht, weil das zu OP war, laut Epic Games, dass man jetzt nicht mehr komplett schwarz oder komplett weiß oder so machen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur für Arena gilt. Es war mal eine Zeit lang so, dass man in Arena dann mit dem reingejoint ist, dass er dann einfach zu einem Default-Skin wurde. Ich weiß nicht, ob das aktuell noch ist. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Bescheid wisst. Und deswegen konnte man die auch zurückgeben, wenn man die gekauft hatte. Dann kann man die halt returnen und bekommt dann seine V-Bucks wieder. Es sind halt alle wieder da. Also man kann sie alle für 1800 V-Bucks kaufen. Sie beinhalten ja diesen... oh nein, mein Game ist gecrashed. Wie unfair. Okay, warte, da muss ich das Game mal kurz neu starten. Sekunde. So, okay. Da ist irgendwie mein Game kurz gecrashed. Merkwürdig. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, bei den ganzen Superhelden-Skins. Also ja, die sind jetzt alle wieder da. Und man konnte sie, wie gesagt, halt zurückgeben. Die Superhelden-Accessoires nenne ich es mal. Also die Hacke, der Umhang, der Backpack, der eine, der Emote und das andere Emote. Die sind alle auch wieder da. Kann man sich als Paket für 1,4 kaufen. Aber finde ich... bis auf die Hacke eigentlich alles nicht so geil. Da gibt es deutlich geilere Sachen. Dann Yeehaw ist auch wieder da. Hat auch so einen integrierten kleinen Emote, genau. Für 1,5. Die Seeräuberin, die wurden mir, glaube ich, geschenkt. Die habe ich mir, glaube ich, nicht selber geholt. Beschlagene Hacke finde ich auch cool. Mag ich. Pirouette, ist schön, schön preiswert. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dann Rückpaddler, auch ein geiler Emote. Der gefällt mir. Und dann haben wir noch Scherensteinpapier. Den muss man sich eigentlich auch holen. Mit seinen Freunden immer mal Schere, Stein, Papier machen. Ah, der lohnt sich. Den mag ich. So, ansonsten Flash-Paket und die anderen Tron-Sachen und so sind auch alle noch drin. Ihr wisst ja, wenn ihr euch heute was holt, tragt gerne den Credit Code Snoxy ein. Ich mache euch hier jeden Tag den Shop, zeige euch jeden Tag, was da so drin ist und sage meine Meinung dazu. Also wenn euch das gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben, Abo da und wie gesagt, tragt den Credit Code Snoxy ein. Und wenn ihr mich ganz besonders unterstützen wollt, könnt ihr auch wieder die Videobeschreibung ausklappen und auf diesen meinen PC, diesen cut.ly/snoxlink klicken zu meinem PC, also zu meinem Partner Hightech. Könnt ihr gerne mal draufklicken, jeden Tag kann man das einmal machen. Also wenn ihr mich supporten wollt, mir helfen wollt, klickt da einmal drauf, öffnet das kurz im neuen Tab, könnt ihr auch dann direkt wieder schließen. Vielen Dank an alle, die mich da immer jeden Tag mit so einem Klick drauf supporten. Vielen lieben Dank. Und dann, ja, würde ich sagen, danke ich euch auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Heute Abend geht es weiter mit Streaming. Da sehen wir uns dann also später auf Twitch. Ich freue mich auf euch und bis dahin macht's gut. Tschüss!